Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Proof1984 und heute schauen wir uns mal im neuen Verse Talk an, was denn letztens in Star Citizen Live besprochen wurde. Also, bleibt dran, bis gleich. So, ihr Lieben, und dann fangen wir doch gleich mal an, würde ich sagen. Und zwar ging es eine ganze Stunde lang wieder. Das Video mit John Pepe und seinem Gast. Diesmal waren wir hier bei Star Citizen Live All About Alpha 3.8. Und das war am 11. Januar dieses Jahres. Und ja, da wurde einiges wieder besprochen und wird wieder über einiges geredet. Und wir schauen einfach mal so ein bisschen, was da so geredet wurde. Also, Gastgeber dieser Episode ist klar Jared Huckabee wieder, ja, und sein Gast ist Todd Petty. Petty. Wie komme ich auf Petty? Egal. So, ich werde jetzt hier auch kein Skript oder sowas benutzen, sondern ich spreche einfach frei mit euch. Ich hoffe, es ist okay für euch. So. Also, gefragt wurde hier zum Beispiel versucht, auch das verursacht das serverseitige Object Container Streaming Probleme. ja, es verursacht Probleme und die sind da auch gerade dabei, haben gerade einen Hotfix, also die Alpha 381 ist gerade im PTU, das heißt, die sind auch schon dabei und werden auch wahrscheinlich einige Fixes dazu machen. Wir schauen mal rein. Also, Jared Huckabee und Todd Petty haben sich da wieder den Fragen der Zuschauer über Spectrum und aber auch über den Livestream gewidmet. Und eine der Fragen war eben auch bezüglich des serverseitigen Object-Container-Streamings, vor allem aber hier auch für die KI, ob es ja, Fehler bei den KI verursacht, denn früher hat ja KI anscheinend besser reagiert. Und sie gestehen hier ein, ja, es ist wirklich so, dass ein Problem besteht vom SOCS und da von der Einführung so viele Teams daran auch arbeiten, muss also, ja, wird es noch ein bisschen dauern, bis der Bug gefixt wird. Ja. Es ist halt eine große Herausforderung, das hat auch mit Paketverlusten zu tun, weshalb die KI so schlecht agiert, aber sie sind der gute Hoffnung, dass sie es bald wieder hinkriegen. Ne. Also mit den nächsten Patches, sie haben jetzt nicht gesagt, welcher Patch, mit den nächsten Patches werden sie das wieder verbessern. So. Nächste Frage, die aufgetaucht ist, ja, wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Rollout vom Server oder vom serverseitigen Object Container Streaming? Ist so 50-50, sagen sie, ja. So, die sind sich da noch nicht so ganz einig. Natürlich geht es immer besser, aber wir müssen ja auch daran bedenken, wir sind noch in einer Alpha. So, er ist relativ zufrieden damit, ja. Dass es das Team auch so weit gebracht hat. Das heißt, es ist schon mal ganz positiv, dass wir überhaupt schon so weit sind, jetzt serverseitiges Object-Container-Streaming mit dabei zu haben. Ja? Und dass es eben auch den Rollout gegeben hat. Und grundlegend funktioniert das Ganze auch. Ne? Sie würden sich natürlich wünschen, dass es besser funktioniert. Und dass es für die Spieler auch flüssiger laufen würde. Aber, naja. Ist halt noch ein bisschen asynchron das Ganze oder ja, Spieler werden teleportiert, ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den sie verbessern möchten. Da bin ich auch ganz froh drüber, weil ja, wäre ganz schön, wenn es laufen würde, ne? Aber gut, wir müssen ein bisschen zufriedener sein mit dem, was wir schon haben, ne? Dann gab es eine weitere Frage, wird darauf geachtet werden, dass feste Schiffswaffen wieder wettbewerbsfähig werden, da die meisten Spieler den Waffenmodus Auto-Gimbal verwenden und somit Vorteile haben. Dennoch ist es ja so, ich spiele ja auch gerne damit rum, mal mit Waffen automatisch zielen zu lassen. Bei der Freelancer geht es zum Beispiel ganz gut. Jetzt so schöne S3 gegimbelte Waffen, das macht natürlich Spaß, ne? Und die Antwort hier drauf ist klipp und klar, ja, auf jeden Fall. Ne? Also, es gibt extra ein Team, das dafür abgestellt ist für Fahrzeuge und sich damit beschäftigt, wie sich diese im Kampf verhalten. Dabei wird allerdings auch geprüft, wie das Kampferlebnis für den Spieler ist
und ob die Kampfdistanz zwischen den Schiffen angemessen ist. All das prüft dieses Team. Die Türme und Raketen arbeiten zurzeit auch nicht richtig. Deswegen Vorsicht bei Raketen und wenn man sich in den Turm setzt. Aber all diese Dinge hat das Team im Auge, ne? Und gibt entsprechend Feedback, wie das Erlebnis für die Spieler verbessert werden kann. Also müssen wir auch wieder noch ein bisschen warten, bis sich das verbessert. Nächste Frage, was ich auch ganz spannend finde, ist: Bringen Schiffs-Upgrades, also Kühler oder Schildgeneratoren, tatsächlich was aktuell? Ja, das tun sie. Denn die Komponenten sollen noch unterschiedliche Werte haben. Ist allerdings noch nicht so sichtbar im Verse. Da sind sie auch noch dran am Arbeiten. Eine Kühlerkomponente kühlt die Laser besser, braucht aber mehr Energie vom Reaktor, zum Beispiel, ja. Was sie noch nicht haben, ist eine Übersicht und ein Vergleich der Komponenten in der jeweiligen Klasse. Sie haben zwar schon Ideen, aber diese werden noch nicht von dem Arbeitsprozess umgesetzt. Das heißt, auch da sind sie noch am Arbeiten. Aber es ist immer schön zu wissen, dass man daran arbeitet, ne? Ich selber kaufe ja auch ganz gerne mal für meine Super Hornet neue Schilde oder ja, neue Kühler, also wenn dann alles, ne? Einmal alles austauschen, alles auf Military oder Klasse B. Ist ja das Beste, was es momentan gibt. Und man merkt auch schon einen Unterschied. Man hält länger durch, die Waffen können länger schießen, macht schon Spaß. Ne? Also ja, es bringt schon was. Die nächste Frage, die aufgekommen ist, war: Können im Spiel gekaufte Schiffe von unseren Accounts gelöscht werden, jetzt wo die Plattform Persistenz aktiv ist? Also Persistenz ist ja das, was wir schon die ganze Zeit versuchen aufrechtzuerhalten. Aber hier sagen sie ganz klipp und klar, ja, die Schiffe können gelöscht werden. Ne? Ist aktuell immer noch möglich, weil ja, ein Wipe muss vielleicht nochmal stattfinden. Einfach weil, ja, es gibt noch viele Herausforderungen, diese bewältigen müssen. Und deswegen ist es halt manchmal noch nötig, das gesamte Spiel doch nochmal zu wipen. Also wir können uns immer noch nicht darauf ausruhen, wir haben immer noch keine persistente Persistenz. Ja, vielleicht mal vom Patch zu Patch funktioniert es ohne Wipe, aber wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. So. Dann gab es ja auch immer wieder diese Fragen zu diesen neuen Fehlern, die auftreten seit dem serverseitigen Object-Container-Streaming. Unter anderem wurde die Frage gestellt und beantwortet: Was sind 30K-Fehler? Also Beispiel Fehlercode 330. Da sagen sie, das Plattformteam sagt, dass bei diesen Fehlern die Verbindung des Clients zum Server, zum Spielserver unterbrochen wurde. Im PTU kann hier einfach der Server abgestürzt sein, zum Beispiel. Ja. Also, damit ihr mal wisst, was dieser Fehler bedeutet. So, nächste Frage, die dann aufgekommen ist, muss man eben in meinen Notizen gucken. Und zwar stand da, haben die gefragt: Werden wir Patches für 3.8 haben, welche das Spielen an sich verbessern? Also die Qualität, Quality of Life Patches. Oder nur neue Schiffe Content Patches sehen? Ist eine interessante Frage. Ja, andauernd kommen immer neue Schiffe dazu und die Quality, ja, die fängt irgendwie immer wieder an zu leiden. Aber dafür sind wir ja in der Alpha. Also, die haben geschrieben: Für die Alpha 381 wird es einige Fixes geben, welche das Spielerlebnis für die Spieler angenehmer machen werden. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Dabei muss man sagen, dass sie versuchen, die Features für die kommenden Patch in der geplanten Zeit fertigzustellen. Weitere Quality of Life Patches wird es dann mit der Alpha 3.9 erst geben. Ich denke mal, dass da noch ein Zwischenpatch vielleicht kommen wird. Aber wenn jetzt nur 3.8.1 ja, releasen und dann nur 3.9, da gab es schon andere Zeiten, wo noch mehr ja, noch mehr Patches, Zwischenpatches rausgekommen sind. Nächste Frage war: Was passiert, wenn ein Feature nicht hinter dem vierteljährlichen Veröffentlichdatum liegt? So. Also, was passiert dann? Wenn ein Feature sehr eng nach dem Abgabedatum liegt, muss man es manuell integrieren und es wird danach getestet und bewertet. So war es zum Beispiel mit den Flugverbotszonen, No-Fly-Zones. Die sind auch, ja, fertig gewesen, die haben sie getestet, ja, und waren aber gar nicht aufgeführt. So.
Wir wissen alle, wie das ist. Wir fliegen rein und explodieren einfach und wissen gar nicht, oh, wir sind in einer No-Fly-Zone. Ja, jetzt wissen wir es. Jetzt ist er kaputt. Das war auch toll, ja. Der Test darüber, werden Sie sich bestimmt gefreut haben, dass Sie das eingebaut haben. So. Momentan ist ja auch das Einkaufen im Game leider verbuggt. Also der richtige Handel. Deswegen denke ich mal, kam die Frage daher. Und zwar, testen oder überwachen Sie gerade die Wirtschaft im Spiel? Klipp und klar, natürlich überwachen die Wirtschaft im Spiel, ja. Da die Preisänderungen in den jeweiligen Regionen manuell vornehmen, das machen die, ja, kann das manchmal etwas dauern, bis sich im Spiel etwas ändert. So. Es kann auch für manche Spieler nervig sein, sehr lange für ein Schiff arbeiten zu müssen, das wissen die. Dabei haben sie natürlich im Blick, dass man nicht in kurzer Zeit Groß- bzw. Capital-Schiffe kaufen kann. So soll es ja auch nicht sein, ne? Man soll ja auch nicht von jetzt auf, ja, ich gehe heute mal einen ganzen Tag irgendwas machen und schon habe ich, was weiß ich, eine Idris. Ja, und kann mit einer Idris rumfliegen. Macht ja eh keinen Sinn, außerdem brauchst du dafür Leute. Ne? Ja. Finde ich ganz gut. Auch da verweisen sie dann später wieder dahin, dass man doch bitte Bugs auch reporten soll. Also, wenn ihr Bugs habt, dann meldet sie einfach. Ne? So, werden wir eine Erhöhung der Ausbeute von Asteroiden sehen, um die Argo Mole nützlicher zu machen? Da sind wir wieder bei der Mole, ein sehr schickes Schiff. War ja jetzt schon auch schon ein paar Mal mit drauf gewesen. Macht auch Spaß. Meiner macht immer noch Spaß. Ich finde es gut, dass es immer noch so implementiert ist im Spiel und auch immer noch gut genutzt wird und weiterentwickelt wird. Na? Da ärgern sich natürlich die Leute, die gerne salvagen würden. Egal, das ist ein anderes Thema. Also, prinzipiell ja, ne? Eine Erhöhung der Ausbeute bei den Asteroiden wird angestrebt. Es wird Anpassungen geben, wo, wie viele und wie groß die Asteroiden werden. Das ist der grundlegende Prozess dahinter, erst ein Feature fertigzustellen und dann die notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Hier geht es auch wieder um eine gute Spielerfahrung. Das heißt, der Spieler soll ja auch Spaß dabei haben, wenn er Minern geht. Und ja, es soll ja nicht frustrierend werden. Ich habe jetzt selber schon überlegt, wenn ich jetzt mit meiner kleinen Mühle da losflitze und Asteroiden anfange zu minen und kriege ihn einfach nicht klein, ist das schon frustrierend. Vielleicht sollte man da auch nochmal die Scanner überarbeiten, dass man, wenn man in einer Mole sitzt, auch größere Steine angezeigt bekommt. Wenn man in einer Prospector ist, eben nur die Steine, die man auch ja, selber kaputt kriegt, angezeigt werden. Das wäre doch mal ein Wunsch von mir. Okay. Nächste Frage war, wie viele Tests sollten Spieler betreiben, bevor sie einen Fehlerbericht im Issue Council ausführen? Also gerade nochmal gesagt, ne, wenn euch was auffällt, wenn ihr einen Bug habt, den ihr reproduzieren könnt, dann postet ihn bitte im Issue Council. Dafür sind wir ja noch in der Alpha, dafür machen wir das. Also, wenn ein Bug reproduzierbar ist, und also das ist die Antwort von denen, ne, wenn ein Bug reproduzierbar ist, dann sollen die Spieler das natürlich vorab ausführlich testen, ne? Ist es für CIG oder für die Premiere natürlich das Wichtigste, dass es auch gepostet wird. Aber auch wenn ein Spieler einen Fehler entdeckt und diesen gleich meldet, ist es völlig in Ordnung. Also, sie legen sich da nicht fest, ne? Wenn da jetzt einer ist und sagt, oh, ich habe jetzt keinen Bock, immer wieder den gleichen Bug zu testen, ich habe da was gefunden, schaut mal die anderen, vielleicht habt ihr ja das auch, ne? Also dann ist ganz normal, weil es wird ja immer wieder gefragt, oh, ist der Fehler reproduzierbar? Wenn dann mehrere sagen, ich kann den Fehler reproduzieren im Issue Council, dann wird aus dem Bug auch ein richtiger Bug und der wird bearbeitet. So. Die nächste Frage war, bekommen wir eine Art Anti-Steckenbleiben-System, um zu verhindern, dass wir uns beim Steckenbleiben in Höhlen neu einloggen müssen? Gute Frage, echt eine sehr gute Frage, weil wenn man letzten Star Citizen Stream gesehen hat, der hat gesehen, ich bin da ein bisschen in der Tür hängen geblieben und ja, ich habe mich dann halt mal eben selbst umbringen müssen, nur um aus der Tür rauszukommen. Das ist dann natürlich ein bisschen ärgerlich, ne? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, man ist auf Hurston durch die ganze Stadt gelatscht und hängt dann irgendwo zwischen so einer Tür fest, die man aufmacht und nur weil sie wieder zugeht, der Charakter dazwischen festhängt. Ist nicht schön, wenn man die ganze Strecke wieder neu laufen muss. Nee, macht keinen Spaß. Und sie antworten auf die Frage, ob sein. So, was weiß ich, dann gibt man den Konsole stuck ein und dann ist man einen Meter wieder in eine andere Richtung oder so. Ja, das wäre doch was. Also, darüber haben sie schon gesprochen.
Aber aktuell haben sie noch nichts Spruchreifes. Ja. Vielleicht solltet ihr meinen Vorschlag ernst nehmen und sagen, slash stuck in die Konsole eingeben und dann 5 Meter in den Raum zurück oder so. Ne? Oder 2 Meter, keine Ahnung. Je nachdem. Also, ich stelle mir das vielleicht zu einfach vor. Aber man weiß es ja nicht. So. Nächste Frage war: Gibt es neue Informationen über den Schiffsduplikationsbug? Ja, ganz toll, ihr habt es vielleicht gemerkt, dass eure Schiffe doppelt angezeigt werden, wenn ihr sie rufen wollt. Und da steht, als Antwort haben wir jetzt gekriegt: Wenn es ein serverseitiges Object-Container-Streaming-Problem ist, können die Kollegen von Backend-Team schnell helfen. Dann geht das. Ansonsten muss man auf die kommenden Patches warten. Ich habe ehrlich gesagt nichts dagegen, mehrere Freelancer bei mir drin zu haben. Immer noch nicht. Auch wenn es Platzhalter sind, ja, aber bisher habe ich den Bug, glaube ich, bei mir nicht erwischt. Oder zum Glück nicht erwischt. So, nächste Frage. Was können Sie uns über die Möglichkeit zum Aufrufen von Snap-Schiffen oder Snap-Fahrzeugen mit und in unseren Schiffen sagen? Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in Lügen. Cutlass bist, kannst du da ein kleines Speederbike spawnen oder wie soll das gehen? Ja. Also, so etwas möchte Chris Roberts definitiv haben, dieses Jahr auch als Feature. Also, er möchte es dieses Jahr fertiggestellt haben, dass man in seinem Schiff Snapfighter ne, im Schiff aufrufen kann. Ich weiß, in meiner Andromeda ist ja hinten ein kleiner Snapfighter drin. Und das wäre ja schon ganz cool, wenn dann einer noch vom Team mit reinspringen kann und auch eben in der Merlin mitkämpfen kann. Richtig genial. Und dann wieder andocken. Aber muss dafür die Andock-Mechanik fertig sein? Das ist eine gute Frage. Warum hat das keiner gestellt? Ne? Gut. Warum gibt es keinen Platz, um Fahrzeuge auf Microtech aufzurufen? Ja, ne? Ist ja klar. Mit der neuen Planetentechnik mussten alle Monde und Planeten erneuert werden und das kostete viel Zeit. So, ganz einfach. Bisher hatten sie dafür einfach keine Zeit, die entsprechenden Pads in Microtech zu platzieren bzw. einzubauen. Für Alpha 3.9 soll es aber klappen. Das heißt, wir müssen noch warten, bis wir auf Microtech dann auch Schiffe rufen können. Man kann zwar jetzt überall dort landen, man kann aber eh noch nichts dort machen auf Microtech. Ist wohl wahr. Nächste Frage war: Gibt es Neuigkeiten zur Erweiterung der Schiffskomponentenbeschreibungen? Oh, ihr wisst, dass da sind noch Platzhalter teilweise drin. Das nervt. Man würde schon gern mehr Info haben, damit man eben auch vergleichen kann, welche Komponente passt besser zu mir. Und das wissen Sie, dass es mehr Informationen zu den Komponenten geben muss, damit man als Spieler die Komponenten besser vergleichen kann. Und sie werden sich auch, sobald die Zeit vorhanden ist, darum kümmern. Das UI-Team kümmert sich zurzeit um die Visu-Anpassung, was Schiffe und den Bodenkampf betrifft. Gut. Erstmal die Module reinhauen, noch keine Informationen darüber geben. Machen wir nochmal was anderes. Okay, nehmen wir es so hin. Können ja nichts dagegen tun. Erstmal. Ne? Nächste Frage. Wird es ein Bugfix-Patch vor Alpha 381 geben? Nein, Alpha 381 wird die Fixes schon beinhalten. Ne? Gut so. Nächste Frage. Wir gehen wirklich die ganzen Fragen, die aufgetaucht sind, durch. Ne? Nächste Frage war: Was kann er zum Status der Probleme beim Handeln sagen? So, also, Ihnen sind die Probleme dazu bekannt? Und auch, dass die anderen Bugs, die es im Verse so gibt und die sich auch gegenseitig beeinflussen. Was den Handel betrifft, möchten Sie mehr Informationen ins Spiel bringen. Als Beispiel ruft man die Star Map auf, ne? Klickt auf den Planeten und dann kann man sehen, wie die Preise für bestimmte Rohstoffe sind. Das ist ja mal geil. Ja, das ist doch mal was. Da kann man mal, ganz ehrlich. Macht Sinn. Du stehst auf dem Planeten, irgendwo bei Shubing Mining irgendwas und kaufst ja, Gold oder hast aber zum Handel, hast eine Handelsplattform und dann guckst du einfach im Verse, wo bringe ich das jetzt hin? Geil, so muss das sein.
damit man auch mal wenigstens im selben System, also im Stanton-System, sieht, wie sind die Preise, wie kann ich am besten handeln. Und dann so entstehen Handelsrouten. Das, was sie möchten. Ne? Was sie auf der CitizenCon ja auch gesagt haben, was die NPCs machen werden. Das war übrigens auch sehr spannend. Ne? Sehr schön. So. Nächste Frage war, wie zufrieden sind Sie mit Fracht im Allgemeinen? Ja. Zurzeit ist er nicht zufrieden mit dem Frachtsystem bzw. mit der Mechanik. Hier möchten Sie, ja, dass sich einiges verbessern soll. Ne? Zum Beispiel, wie man die Fracht im Spiel bewegt und Sie möchten, dass neue Features ins Spiel kommen. All das braucht allerdings wieder Zeit. Ihnen reicht es momentan nicht aus, das Frachtgitter, also den Cargo Grid, im Raumschiff zu haben und dass der Spieler da eine Box selbst tragen kann. Puh. Ja, aber dafür ist es halt auch notwendig, dass das iCache fertig wird, da danach erst Anpassungen gemacht werden können, wie das dann im Cargo-Raum auch aussieht. Ich bin ja immer noch gespannt, wie es später wird, wenn wir große Schiffe haben, wie die Hull-Serie, ja, die nicht auf Planeten landen können sollen. Wie sich das weiterentwickelt, wie man die Schiffe entlädt, das ganze Entladungssystem, die Gabelstapler, wie sie sich das vorstellen. Ne? Muss ich jetzt wirklich alles erst mit dem Gabelstapler ausladen oder kann ich es doch einfach über eine Konsole machen? Das wäre mir natürlich lieber. Ja? Nicht Schiff rausfahren und hier Bots oder was weiß ich, ladet mein Schiff erstmal leer. Das wäre ja ein bisschen. Obwohl, ist Chris Roberts. Ne? Gut. Nächste Frage war. Wird es Missionen für kriminelle Spieler zur Ausschaltung von Kopfgeldjägern geben? Da könnte man jetzt sagen, dann müsste man ja, ja Piraten-NPCs haben für die Piratenspieler. Aber sie sagen klipp und klar, nein, sowas wird es nicht geben. Der Fokus liegt auf den Liefer- und Kopfgeldjäger-Missionen. Erstmal zumindest. Wer weiß, wie sich das noch weiterentwickelt. Also noch nicht den Kopf hängen lassen. Wenn euch das auch interessiert. Vielleicht. Vielleicht seid ihr ein Pirat. Wer von euch ist ein Pirat? Gut. Keiner. Dachte ich es mir doch. Nächste Frage im Verse, die gestellt wurde. Wie schaut es mit Alpha-UAC-Transfers zwischen Spielern aus? Wie ist das eigentlich? Wann kann ich das endlich machen? Wir wissen es ja, wir gehen mit der Argo Mall Mine an. Ja, dem es gehört, der bringt es weg und hat das Geld und kann dann sagen, nee, 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 ihr kriegt nichts. Ja? Das macht er einmal, dann war es das auch für die Crew, ja, ist klar. Aber zurzeit läuft das Ganze ja nur über die Beacons, dass man das teilen kann. Also, sie sagen, das ist etwas, was sie definitiv haben möchten. Dies könnte über zum Beispiel das Mobiglas stattfinden, sobald dieses überarbeitet wurde, weil die sind gerade dran, das Mobiglas zu überarbeiten. Etwas Arbeit ist dafür im Background nötig, aber sie wollen dieses Feature so schnell wie möglich natürlich im Spiel haben. Macht ja auch Sinn, ne? Mission kann man ja auch schon teilen. Und nur über Beacons sich Geld hin und her zu schieben, auf Dauer natürlich keine Lösung. Aber das kommt auf jeden Fall. Nächste Frage im Börs. Gibt es Gedanken über die Möglichkeit, Spieler zu plündern und ihre Gegenstände zu behalten und die dann auch eventuell zu verkaufen? Ja, die gibt es. Und das möchten sie auch, dass man geraubte Gegenstände auch behalten bzw. verkaufen kann. Interessant. Jetzt wird man demnächst umgebracht, nur damit man, ja, Profit machen kann. Schön. Ich freue mich drauf. Versuch's doch. Wenn du kriegst mich. Ne? Nein? Gute Entscheidung. So. Türme. Einfach nur so, wow, was ist mit den Türmen? Was soll das, ja? So, dafür gibt es das Vehicle Experience Team, welches sich genau um diese Dinge kümmert, welches zurzeit das Spielerlebnis mit Fahrzeugen, Raumschiffen und deren Bewaffnung ausbremsen. Ja, ist klar, ne? Man würde ganz gerne in den Türmen sitzen und auch mal was treffen. Um es mal ganz logisch zu sagen. Noch eine Frage gab es dann, also die haben echt gut viele Fragen diesmal beantwortet, das gefällt mir, ne? Werden wir zusätzliche Funktionen erhalten, die den Flug bei schlechter Sicht unterstützen? Jetzt haben wir ja das neue System, dass wir, ne, schlechte Sicht haben. Hier, wir müssen durch den Schneesturm laufen, ne?
Macht dann natürlich auch keinen Sinn, wenn wir einfach nicht sehen, wenn wir fliegen. Da wäre es ja schön, wenn wir vielleicht, so wie bei Star Wars, weißt du, hier dieses schöne viereckige Teil, was da immer näher kommt, so wo du dann diesen Todessternschacht hast. Oh, ich bin fast da. Ich bin fast da. Und dann wackelt man so schön in seinem Schiff. Und dann sagt man, ah, ich bin fast da. Da muss ich hier noch an den Knopf drehen und fliege gerade. Ihr wisst, was ich meine. So, also. Wo war ich denn stehen geblieben? Ja, schlechte Sicht beim Flug. Entschuldigung. War ich selber raus? War ich zu sehr. Egal. Fangen wir weiter. Also, bisher haben sie darüber nicht gesprochen. Deswegen ist es wichtig abzuklären, was dafür alles benötigt wird und wie es sich auf das Gameplay auswirkt. Also, man schließt es nicht komplett aus, dass es sowas geben wird, aber man weiß jetzt noch nicht, wie man es einbauen will, einbauen kann und was man überhaupt machen muss. Deswegen gibt es da noch nichts drüber. Die haben auch noch genug anderes zu tun. So. Um die Bewaffnung zu ändern zu können, ist die nächste Frage, muss das Schiff eingelagert werden. Sind dafür Änderungen angedacht? Das ist jetzt ganz interessant, denn mit der ASOP-Konsole, also dieses gelbe Teil, wenn ihr euer Schiff ruft, ne, soll man per Knopf sein Schiff einlagern können, falls auch mal ein Landingpad oder Hangar nicht korrekt funktioniert. Also nicht immer gleich claimen. Das ist klasse, wenn es das endlich geben würde, ne? Und dann gab es noch eine Frage, das war dann auch, glaube ich, die letzte Frage. Warum kann man kein Erz auf den Orbitalplattformen verkaufen? Da sagen sie ganz einfach, der Bug soll bald behoben sein. Das hoffe ich doch mal. Dann fliegst du schön mit deiner Argomol dahin und ja, jetzt habe ich hier meinen ganzen Schrott und muss weiterfliegen. Oh, und ich hoffe auch, dass sie es demnächst mal fixen, dass man auf den Orbitalstationen mal wieder ja, auftanken kann, reparieren kann, aufmunitionieren kann. Das ist doch auch zurzeit ein Bug. So. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was ich vergessen haben könnte? Dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst oder auch ein Abo. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Verse Report wieder. Und ich wünsche euch jetzt ein fröhliches und schönes Wochenende. Kommt gut in die neue Woche. Und am besten ist, ihr seht und schaut mal bei Facebook vorbei. Dann bleibt ihr nämlich mit mir in Kontakt oder auch bei Twitter. Ja, denn ich werde wieder streamen. Entweder Samstag oder Sonntag. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ich werde wieder streamen. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid und mir auch ein bisschen schreibt. Oder wenn ihr zum Beispiel auch mit mir zusammen zocken wollt. Ich bin da ganz offen. Also. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Euer Proof. Bis bald. Ciao.